Wir kriegen einen Scheinwerfer, sonst nichts aus dem Ding. Okay, mit dem Scheinwerfer, dann, ich frage gar nicht erst nach, warum wir da nicht weiter reingucken. Mit dem Scheinwerfer können wir hier mal eben schnell, der ist natürlich kompatibel. Hier überall sieht man schon wieder die Viren rumfliegen, das ist ein ganz toller Traum. Ich möchte ja auch in Oxford... Nein! Nein! Ich will das nicht. Mond, Saturn, ich... Was weiß ich da? Saturn? Mond? Hier fliegt so viel Kleinkram rum, dass ich gar nichts sehe. Erde, Sägeblatt. Mhm. Da ist die Erde. Das Sägeblatt fehlt. Ja, 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 ja. Das ist kein Sägeblatt. Adlerkopfmagnet. Das hinsetzen hier gerade. Adlerkopfmagnet. Wow, voll das schöne Handy hier. Wow, toll. Okay, Saturn können wir schon mal einfügen. Die Erde auch. Mond und Stern. Aha, aha. Entschuldigung. Stern. Was ist das hier für Dinger? Gar nichts. Ein Mond. Ist nicht der richtige Mond, sondern einfach nur so ein Symbolmond. Was ist das hier? Ach, da kommt der Adlerkopf rein und ein Wolfskopf, wie es aussieht. Adlerkopf, Wolfskopf, finden wir später. Mond. M-O-N-D, das bedeutet Mond. Da ist der Adlerkopf. Sägeblatt, Magnet, Mond. Was ist das da? Diese Bodendielen kommen mir verdächtig vor. Nimm sie doch fest. Okay, hier ist der Mond. Magnet, Sägeblatt. Sieht der Magnet aus wie ein typischer Magnet oder ist das ein andersförmiger Magnet? Hm. Das war der Magnet. Jetzt noch das Sägeblatt. Sägeblatt. Das sieht aus, als würde das hier drauf liegen, aber tut es einfach nicht. Verdammt, ich setze mal ganz kurz hier Sternchen, setze ich mal ein. Ah ne, nicht Magnet, den Mond. So, Sägeblatt. Schlüssel zur Schule, aha. Ist das hier ein Sägeblatt? Da ist kein Sägeblatt drauf, ne? Nee. Es könnte ja eine Verwirrungstaktik sein, aber ist es offenbar nicht. Okay, ich brauche dringend das Sägeblatt, um das da einzusetzen. Ich sehe das hier gar nicht. Das ist eher so ein Sehnixblatt statt ein Sägeblatt. Was ist das denn da hinten? Sieht aus wie eine Murmel im Müsli. Aber, was ist das? Da steckt was fest. Ich muss es irgendwie herausholen. Vielleicht mit einem Magneten. Juhu, der Merkur. Hier, ja, gut. Trotzdem fehlt uns ein Sägeblatt. Hier ist noch eine alte Faxedose oder hier so Hansapilz. Sieht das eher aus. Das nehmen wir natürlich nicht mit. Da ist wieder irgendwas, was aufgeht, wenn wir die Köpfe einsetzen. Aber dazu brauchen wir auf jeden Fall erstmal... Wo ist das scheiß Sägeblatt? Das hier ist doch nicht das Sägeblatt, nein. Da brauchen wir später noch den Neptun. Das hier sind auch nicht alles die Sägeblätter. Das sind alles irgendwelche kleinen Gefisselteile hier. Wo ist denn das Sägeblatt, Alter? Ich sehe das überhaupt nicht. Ich klicke verzweifelt alles an, was man anklicken kann, aber da ist nichts. Pass auf, hier setze ich schon mal Ihmchen ein. Ach, da habe ich gar nicht gesehen. Okay, jetzt habe ich es gesehen und jetzt packe ich das mal da drin. Na also. Und jetzt bitte einmal aufsägen. Und dann kriegen wir den Kopf. Den Kopf fügen wir da ein, kriegen daraufhin den... Neptun fügen wir hier ein. Öffnen das hier, kriegen einen Schlüssel zur Schule und sind durch und können endlich in die Schule kommen. Ich bin wirklich durch langsam. Dann gehen wir mal damit in die Schule, da freue ich mich ja schon sehr drauf. Ich merke, meine Freude ist mir schon, die ist mir, steht mir ins Gesicht geschrieben. Freude. So, mit freudiger Erwartung öffnen wir die Schule und gehen hinein. Ich habe Angst. Ahem.
Die Sequenz mit dem Typen sind aber die besten. Die sind so Hollywood-reif animiert, wie die Risse in die Wand gegangen sind. Das ist einfach fantastisch. Ich glaube, das ist der Vater von ihr, der will sie einfach nur beschützen. Glaube ich, ja. Das Lüftungsgitter ist übrigens ziemlich festgeschraubt. Das kriegen wir einfach nicht so auf. Da muss ich mal gucken, wie wir das am besten machen. Hier ist gesperrt, weil der Schutt versperrt uns den Weg. Ich gehe mal links und rechts. Ich dachte, der Typ macht jetzt ernst. Aber der hatte Angst vor uns, weil wir eine Armbrust hatten. Steckt fest. Ich könnte den Zement verdünnen, um ihn aufzulockern. Natürlich können wir den verdünnen. Ich kann da reinpissen. Macht er aber natürlich auch nicht. Oh, cool. Münze einwerfen. 4-mal. Bitte werfen die eine Münze ein. Bitte werfen die eine Münze ein. So, Kopfdiagramm. Na, ich freue mich sehr, dass wir endlich einen Kopf haben. Köpfchen muss man haben. Ich guck mal wieder ins Büchelein. Haben wir da noch irgendwas anderes inzwischen? Nee. Das Jahrbuch von Tiffany und Theresa. Es ist so traurig, dass Tiffany nur ihr erstes Schuljahr erleben durfte. In dem gegenwärtigen Zustand der Stadt bezweifle ich, dass die überlebenden Schüler je wiederkommen werden. Ihre gesamte Ausbildung hängt in der Schwebe, bis ihre Eltern sich woanders niederlassen und von vorn anfangen. Diese Seuche hatte alle hart getroffen. Ich werde einen Impfstoff dagegen finden. Alles andere ist unwichtig. Brady Rotzi und Tyler Donovan und Tiffany Morrissey und dann Theresa. Was die beiden? Tut mir voll leid eigentlich. Die Toten nicht. Da kann ich Feuer machen, dann geht die Sprinkleranlage los. Sollen wir wahrscheinlich nicht machen, vermute ich mal. Da können wir irgendwie durch in den Nachbarraum. Aha. Da liegt natürlich in der Schule, liegt natürlich Dynamit, das ist klar. Ich hätte mich gewundert, wenn hier keines wäre. Das Dynamit wurde sicher von dem Mann mit der Maske hergebracht. Er war gewiss Grundschullehrer und auf einen Kampf vorbereitet. Was will er mit Theresa? Wenn dieser Virus zur Pandemie wird und sie als einzige immun bleibt, wird auf ihren Kopf sicher ein Preis ausgesetzt. Pandemie? War das eine Massen? War das so eine Massenkrankheit, die auf alles übergreift? Oder war das... Da gab es noch irgendwas mit Tieren. War das Pandemie? Schade, weiß ich gerade nicht. Egal. Ich nehme ein Bootsstück aus der Schule natürlich. Oh, und hier natürlich noch ein Magendiagramm. Da sind noch Noten. Ich dachte, das wäre jetzt noch ein Rätsel, was ich irgendwie einfügen muss. Hier ist noch ein Geschenk. Das kann ich nicht öffnen. Die Schule ist auch einfach ekelhaft. Einfach widerlich, wie die alles aussieht. Dann gehe ich mal raus. Kopf und Magen haben wir. Dann gehe ich mal da rechts rüber. Und füge ein Magendiagramm und ein Kopfdiagramm. Aha, und wir kriegen eine Münze und ein Feuerzeug. Wir werfen hier eine Münze ein. Und noch ein Briefchen. Was steht denn im Brief? Carl O'Connor, ist das der Obdachlose, der mir die ganze Zeit über geholfen hat? Er scheint hier gearbeitet zu haben. Hat er Naturwissenschaften unterrichtet? Dieser verfluchte Marty, was für ein Schwachkopf! Glaubt ihm kein Wort, ich habe nichts gestohlen. Wenn ihr stur bleibt, dann beginnt heute meine Kündigungsfrist von 2 Wochen. Ach, wisst ihr was? Mach mir eine Frist von 2 Sekunden draus. Ich bin raus hier. Das war's, Leute. Auf Nimmerwiedersehen, euer Carl O'Connor. So. Das war der Carl O'Connor. Hier haben wir noch ein kleines Fläschchen, eine Wasserflasche. Eine Wasserflasche. Ich bin voll geflasht gerade vom Wasser. Und hier, ich brauche den Türknauf, um die Abstellkammer zu öffnen. Denn man kann nicht einfach mit der Hand kurz mit den 2 Fingern da durchlangen und die Tür aufziehen. Das ist leider wissenschaftlich unmöglich. Das geht leider nicht. Wir brauchen unbedingt einen Türknauf. Dafür haben wir eine Wasserflasche. Ich frage mich, Wasser finden wir draußen, oder? Aber das ist verseucht. Spielt das eine Rolle? Weiß ich gar nicht. Wir brauchen einen Türknauf. Junge, 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 Junge. Okay. Etwas fehlt. Wir haben eine Münze. Reicht die hier? Ach nee, wir brauchen 4 Münzen. Okay. Dann gehe ich nochmal in diese Richtung. In Richtung Ausgang. Und hier können wir, glaube ich, immer noch nichts... ziemlich festgeschraubt. Da müssen wir Dynamit reinstecken. Da ist noch eine Münze drin. Das heißt, wir müssen da eh rein. Wir brauchen einen Schraubendreher. Oder Zieher. Der Strom in der Aula ist abgeschaltet. Ich sehe meine Hand vor Augen nicht. Vollidiot, ich sehe hier alles. So, Feuerzeug, Wasserflasche, Bootsstück. Mit dem Bootsstück gehen wir mal ganz kurz zum Boot rüber. Ich glaube aber nicht, dass wir da schon was ausrichten können.
Ich glaube, wir können jetzt erstmal nur einsetzen. Es würde mich wundern, wenn das schon repariert wäre. Eigentlich hätte man das mit dem Harz festkleben müssen. Willst du mich verarschen? Alter. Die Welt geht unter, der feine Herr macht sich zwei Sitzbänke da rein, die er überhaupt nicht braucht. Es hätte gereicht, wenn er für die Nussschale einfach hier ein Bootsstück da reingefriemelt hätte, mit Harz zugeklebt, rüber zu Theresa, fertig. Der will doch Theresa finden. Alter, das ist so eine Arschbacke, dieser Typ, das gibt's gar nicht. Ich habe selten sowas Dämliches gesehen. Aha, jetzt die Wasserflasche zweimal nach unten gewandert. Ich weiß gar nicht, ob da Wasser drin ist, da habe ich gar keine Ahnung von. Müssen wir hier irgendwas ausmachen? Nee, ne? Helikopter kann ja ruhig brennen, das ist ja egal. Sogar die Kufe hier brennt, die aus Stahl ist. Die Stahlkufe brennt einfach. Dafür ist im Interieur brennt nichts. Nur Stahl. Hier brennt nur Stahl. Das ist Brandstahl oder Stahlbrand. Das ist sehr gefährlich. Ja, sehr. Das ist wissenschaftlich erwiesen. So. Okay, mit den Schutt kann man damit bestimmt mit Dynamit wegsprengen. Und wir haben ja ein Feuerzeug dabei. Das müsste doch eigentlich gehen. Weil Dynamit in der Schule zünden ist die beste Idee, wenn hier ein kleines Mädchen rumläuft. Ne, dann, so macht man das eben. Ich brauche etwa... Ich hab doch... Ein Türknauf. Der Schutt ist beseitigt, doch ich muss die Flammen noch irgendwie löschen. Aha, denn wenn man Dynamit anzündet, brennt alles... Da wird nicht etwa alles von dem Überdruck ausgemacht, von dieser Druckwelle, sondern es brennt erstmal hinterher alles. Wasserflasche. 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 Mach doch das Feuer mit dem Wasser aus, du Fröbel. Ich habe manchmal einfach keine Worte. Er kann aber durch die Tür gehen, wo es vorne brennt. Das geht auf jeden Fall, das ist gar kein Problem. Wasserflasche. So, wir haben ein Bootsstück, da können wir noch eine schöne Sitzbank draus machen, finde ich. Das ist eine gute Idee einfach. So, die Tür, da fügen wir den Türknauf ein. Öffnen die Tür, gehen hindurch, überall wieder Virenpulver, haben wir gerade noch gesehen, ein Wimmelbild, oh nein. Nicht traurig sein. Das hier ist euer neues Klassenzimmer, liebe Schüler, setzt euch mal hin, sucht euch einen Platz, aber nicht traurig sein, ist gar kein Problem. So, Periodensystem der Elemente. Hammer, Topf und Dosenöffner, da ist eine Dose. Ich könnte den Herd noch für etwas gebrauchen. Ja, zum Draufkacken, so wie es hier aussieht. Dosenöffner. Mit dem Dosenöffner öffne ich sofort die Dose, damit ich es nicht vergesse. Was ist das hier? Offene Konservendose. Okay. Kann ich wahrscheinlich auf den Herd stellen? Nö. Was ist das denn hier hinten? Fenstergriff, blauer Draht. Puh, hier ist roter Draht. Den suchen wir auch. Brauche noch blauer Draht. Ich kratze mich professionell an der Nase während des Let's Plays. Topf, Fenstergriff, blauer Draht. Schön hier. So, da ist der Topf. Telefon, ja, das war ein Hammer. Das ist ja schön. Wir müssen das Eis irgendwie zum Schmelzen bringen. Könnte ich auf den Herd stellen, geht aber nicht. Wo ist blauer Draht? Blauer Draht, blauer Draht. Hier ist eine Steckdose. Ah, da kann ich einen roten Draht einfügen, aber wir brauchen noch den blauen. Ich würde auch einfach so, ohne Schutzhandschuhe, würde ich ja einfach so an den Drähten rumschrauben. Das ist total gesund. So. Blauer Draht, blauer Draht, blauer Draht, blauer Draht. Blauer Draht. Ist der blaue Draht? Ne, der blaue Draht ist weiß markiert hier unten. Der muss also irgendwo offen rumliegen. Nicht traurig sein. Wo mag der sein? Was ist das denn da? Eine Spinne irgendwie? Ist das Sigmund Freud, frage ich mich gerade? Ich weiß es gar nicht. Da ist der blaue Draht. Habe ich gar nicht gesehen. Der lag da so schön herum. So, den Herd für etwas gebrauchen, natürlich. Wir haben ihn angeschaltet, aber es geht... Doch, jetzt geht das. Kann ich... Ach, ich brauche wahrscheinlich den... Den Topf stelle ich drauf. Tu die Suppe da mal rein. Ich muss den Topf abdecken, damit die Suppe heiß genug wird. Das geht natürlich normalerweise nicht. Es dauert eigentlich nur länger. Die wird schon heiß genug. So, Fenstergriff.
Ich brauche etwas zum Öffnen. Was haben wir denn? Ein Hammer. If I had a hammer, a hammer in the morning. Ich brauche etwas zum Öffnen, brauche etwas... Nein, ich will nicht rausgehen. Also ich will schon, ich will da nicht länger bleiben, aber ich, wir müssen das ja durchziehen, leider. Ach hier, ist unter dem Stein etwas? Okay, da können wir mal gegenkloppen. Wir können da mal gegenkloppen. Alter, ich hab einen scheiß Hammer! Wieso kann ich denn mit dem scheiß Hammer nicht die Wand einschlagen, wenn da steht, ist unter dem Stein etwas? Mann! Boah, diese Logik vom Spiel, Alter, die ist so nicht existent, dass die mich in den Wahnsinn treibt. Da ist... Ich hab einen Hammer! Schlag da mit dem Hammer rein, Mann! Ich hab da, manchmal hab ich einfach keine, ich will schon gar nicht mehr. Der Griff an dem Fenster fehlt, dann sucht doch mal diesen scheiß Fenstergriff. Ist das ein Fenstergriff? Wo ist denn der Fenstergriff? Wir müssen einen Fenstergriff finden, der ist weiß, der muss ja irgendwo so rumliegen. Aber ich weiß nicht wo. Nicht traurig sein, wir finden den. Ich weiß nicht wie klein der ist, ich weiß nicht wie groß der ist. Fenstergriff. Fenstergriff. Voll übersteuern. Alter, ich finde diesen scheiß Fenstergriff nicht. Der kann ja überall sein. Der kann alles sein. Siehst du den Fenstergriff? Ich sehe den nicht und ich habe die Brille schon auf. Da hätte ich ihn natürlich auch vermutet. So, Fenstergriff öffnen. Was kriegen wir da jetzt Tolles? Aha, einen Meißel. Natürlich brauchen wir den, um das... Man kann nicht einmal mit dem Hammer auf die Wand schlagen. Dafür braucht man natürlich einen Meißel. Patz! Lieber Entwickler. So. So. Ein Topfdeckel natürlich dort drinnen. Schon ist die Suppe heiß genug. Wir nehmen die Suppe und kippen sie einfach hier rüber. Und wir kriegen einen Brandmelder. Na, ich freue mich doch sehr. Und dann geht euch hoffentlich die Alarmanlage los. Der Brandmelder gehört natürlich wohin? Ja, wir wissen es bereits. Hierhin.